Hey, Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bin Shadow05 und heute verschwenden wir gar nicht erst groß Zeit. Das Einzige, was im Grunde zwischen uns und der finalen Welt steht, ist jetzt nochmal ein Besuch in Hollow Bastion. Und ja, wir müssen nochmal zu Tron. Was eine Überraschung. Ich meine, wer hätte das jetzt nicht gedacht? Wir hatten jetzt so viel Filler. Das ist... Ah. I thought everything was supposed to be under control here. Must be Organization 13 again. We better go see Leon. Sieht so aus, als hätte Google mal wieder etwas übertrieben, was die Privatsphäre angeht. Wir wollten ja alle kein Google Plus, ne? Nur mal so. So, was läuft denn Cloud hier einfach rum? Hast du nichts zu tun? Das interessiert mich nicht. Wow, Digga. Sei noch positiver. Sackarsch. Hey, was geht, Dago-Fuck? Ich werd verrückt, das ist es. Ich habe endlich mein Meersalzeis wieder. Können wir mal probieren? Aber natürlich. Das würde Dagobert nie sagen. Der würde dir nie was umsonst geben. Oh, das schmeckt gut. So salzig. Und dennoch süß. Also einzigartig, oder? Als ich noch Junge war, waren alle Kinder ganz verrückt danach. Ey, weißt du, ich find's geil, wie Goofy sich das einfach in die Kauleiste schiebt. Mir ist das alles gut, nicht wahr? Aber es ist so heiß essen, also einmal die Belohnung dafür. Okay. So, was hast du? Habe ich irgendwas wieder? Nee. Kann ich irgendwas herstellen? Wahrscheinlich nein. Ich habe nämlich das letzte Mal... Meine letzte Aufnahmesession ist jetzt ein bisschen her. Ein wenig. Ich kann da Billetamin herstellen. Kostet aber auch einiges. Das ist ein... S-Rang-Item. Na, wenn das so ist. Abilitamin selber herstellen? Dafür ist doppelte an Erfahrung? Und jetzt für B-Formel werden halbiert. Das ist gut. Das ist gut. Das heißt, alles was B ist, baue jetzt nur noch die Hälfte an Ressourcen. Das ist praktisch. Ich habe auch gar nicht realisiert, dass ich schon so viele B-Items hergestellt habe. Und jetzt sogar im Grunde schon ein S-Rang-Item. S-Rang-Item. Schluck mir an meinem eigenen Ich. Ja, das ist auch jeweils ein S-Rang. Das sind halt die, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, die besten Waffen für Donald und Goofy, die man sich so machen kann. Aber bis wir die fertig haben, das dauert noch. Da ist noch einiges vor uns. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die wir in der letzten Welt bekommen und da auch nur durch ziemlich viel Grinden. Oh, hi. Gut, dass ich so lange nicht mehr gekämpft habe. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie es geht. So, ich glaube, da hat nicht mehr viel gefehlt, bis wir da mal was haben. Ja, wenn ich natürlich noch treffen würde, wäre natürlich auch geil. Okay, immerhin mal getroffen. Aua! Aha! Ultra Combo Finish! Ach ja, ich muss das Schwert wieder wechseln. Ich will ja meine Limitform länger behalten. Herein, herein! Einen Augenblick mal. Was ist denn hier passiert? Sahen die Herzlosen nicht aus wie aus Trons Welt? Na los, kommt erstmal rein! Mensch, Fresse halten, reinkommen! Beeil dich, Sid! Nicht so drängeln! Wie lange soll das denn noch? Weil du... Doch mal die Fresse! Was ist denn hier los?
Nenn ich mal gutes Timing. MCP verursacht ein totales Chaos innerhalb des Computers. Nicht schon wieder. Da hat es jedenfalls Leon berichtet. He went on over to Ansem's study to find out what all the ruckus was about. Turns out the MCP is using the data in that computer to crank out Heartless. Er hat immer noch gern sein Schwert. Brom, brom. MCP's been messing around with the town's control system, too. Uncool. Äußerst uncool. MCP sure doesn't know when to quit, does it? Habt ihr schon mit Alt F4 versucht? Ganz doof. Computerprogramme sind eben stur. Ich find's geil, wie ich immer noch in meiner Limitform rumlaufe. Wie geht's Tron? Wenn wir ihn nicht erreichen, er ist wahrscheinlich auf der Spielraster verfrachtet worden. Handelt sich dabei wohl nicht gerade um ein besonders spaßiges Spiel. Oh je. Wir müssen zu ihm gehen, nach ihm sehen. Danke, Junge. Wir basteln an einem MCP-Lösungsprogramm. Und mein Gefühl sagt mir, es ist fast fertig. Warum ist dein Gefühl ausnahmsweise mal richtig, Sposti? Wir werden trotz Hilfe benötigen, um ein Löschprogramm fertigzustellen. Keine Sorge. Wir holen den schon. Wir machen das. Sagt euren Jungs, wir erzählen auf euch. Alles klar. Quest angenommen. Quest angenommen. Belohnung gesehen. Inhalte nicht gelesen. Ich könnte mich auch einfach hin teleportieren, aber ich mach das nicht. Ich habe ja noch meine Limitform, oder? Aber wenn ja, dann nutze ich das, wenn jetzt hier. Ja. Das kriegen wir irgendwann auch nochmal hin. Eines Tages. Mann, das ist eigentlich praktisch. Die haben hier die Drop-and-Drive-Kugeln. Eieiei. Stimmt, das Programm kämpft jetzt gegen einen. Das ist das Nervige an der ganzen Sache hier. Hab ich nicht einen Ether? Hab ich, aber... Ja, das wird wohl nichts mehr. Schade. Stimmt, ich muss meine Waffe noch wechseln. Habe ich fast vergessen. So geht's auch. Volleyball. Okay, gut. So, einmal Item Sora. Das Ding ist noch um einiges stärker. Aber wie gesagt, ich mag Sterntreue einfach um einiges lieber. Mal davon abgesehen, ist es ausgeglichener. Ich könnte zwar mit Kurbian, Sankt Kurbian, Sankt Dönidum, könnte ich eigentlich hier das restliche Spiel, glaube ich, racken, aber... Ich sag mal so, ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl so, dass ich irgendwo große Probleme habe. So lächerlich das auch klingt. Au! So, da ist einer. Zack!
Wobei, ihr tut ganz schön weh. Ah, nee, das ist das Programm, was einfach weh tut. Wo ich nicht auf den Boden mitkomme. Boden ist Lava und so. Du nervst. Alter, du nervst! Nervenarsch! Das Schlimme ist halt, man kann sich auch nicht auf dem Boden, nicht mal in der Luft bewegen, weil dieses, ja, das Programm ist halt überall. Super nervig! Super annoying! Yes! Zack! Kommst du her! Ich will immer diesen einen Finisher machen, aber ich krieg den nicht hin. Aber die Form krieg ich wesentlich hin, das ist immerhin etwas. Au. Okay, aus der Luft gefischt. Wow, einmal MP runter und wir sind fast wieder... Ja, wir sind wieder auf Max, sehr schön. Das heißt, ich werde gleich in der nächsten Runde, also im nächsten Raum... Weil ich genau weiß, da laufen wieder diese Spinner rum, also diese großen Kugeln. Ich weiß, die hier droppen... Okay, die ihr hier jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich will endlich die Meisterform leveln. Die Meisterform mit dem Double Jump. Ich will diesen Double Jump. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. So. Guten Tag. Okay, ihr droppt keine. Ihr seid... Wisst ihr was, ich begebe mich damit gar nicht mit euch ab. Warum? Ihr seid nicht das, was ich brauche. Aber seht ihr das hier? Das meine ich. Dieser Double Jump. Den will ich haben. Den will ich haben. Genau ihr. Ich hoffe, ich kriege den noch down in der Zeit. Och, dieses Scheißprogramm, ne? Alter, ich krieg den echt nicht down. Ich sterb sogar fast. What the fuck? Hör doch mal auf jetzt! Super, das hat fast gar nichts gebracht. Im Grunde hat es gar nichts gebracht. Alter. Dieses Programm, ne? Ist so fucking nervig. Ach scheiße, ich habe ja keinen Mana, stimmt. Alter. Dieses ewige Hochgewerfe, ne? Alter Gott, nee. Man merkt, Sterntreue macht echt nicht viel Schaden. Ist nicht. Basketball. Drive Control. Was so? Was hab ich denn da jetzt freigeschaltet? Aber ihr droppt da Hartkristalle. Finde ich gut. Wir sind wieder auf Level 4. Läuft. Eine Mondformel. Eine Mondformel. So, was ist denn jetzt das, was ich da bekommen habe? Sag mal schnell. Was ist denn das? Hier. Drive Converter. Hört die Wahrscheinlichkeit, dass besiegte Gegner anstelle von Talern Drive-Kugeln hinterlassen. Das finde ich super. Bin ich ganz ehrlich. Vielleicht kann ich dann endlich mal die Weis... You know what? So. Sehr gut, ich habe ihn wenigstens in diesem Tornado drinne. Genau, oh, endlich habe ich Luftsprung. Alter, wie viele Menschen müssen denn sterben? Oder, ich muss mal gleich gucken, ob ich die Fähigkeit nicht falsch verstanden habe. Nicht, dass die Leute jetzt Kugeln, also hier Taler statt Drive-Kugeln droppen. Und hier sind keine Gegner, sondern nur ihr. Renne ich jetzt in Gelb durch die Gegend? Leon doesn't have any treasure.
And we fought for you guys. Donald! Well, I had to kill him something. I don't see. Jetzt renne ich in Gelb rum. Wie cool. So what should we do? Gelb steht ihm aber, muss man jetzt mal sagen. Kann er tragen. Vor allem die Kreuze an den Ärmeln finde ich total cool. We're just going to take your treasure. But we don't have anything. You sure? Let's take a look. Don't you touch my donger. Ooh. Hey, Uni, I took a look, and sure enough, okay, we've decided. The Gullwings are taking all your items. You gotta be kidding me. Oh, Foofy. This stinks. So not cool. Look, sorry we tricked you, but... Forget about it. Leon told us the whole story. He said your journey's been pretty rough. So it wouldn't really be right if we took your things. We'll root for you. Here, this is from us. Bye. Good luck on your journey. Dankeschön. Vielen Dank. Kann ich gut gebrauchen. Paff! Möwenflügel. Hohmagiker verdoppelt die erhaltenen Erfahrungspunkte, wenn ihr weniger als Hälfte der... Ja, okay. Risky. Aber risky business. Oh, warte. Nein! Ha! So. Hast du nur davon, Spiel. Ich komme überall ran. Gut, ich muss mir gleich aber die Fähigkeit nochmal... Wisst ihr was, ich mache das jetzt schnell. Bevor es gleich wieder heißt, so... Ja, hier, Meisterform. Ja, Luftsprung habe ich. Das ist schon mal das, was ich wollte. Luftsprung ist das, worauf ich die ganze Zeit aus... Ein Doppelsprung halt. So, Drive-Converter. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass besiegte Gegner anstelle von Drive... von Talern? Drive-Kugeln hinterlassen. Ja, okay, von... Anstelle von Talern, Drive-Kugeln. Okay, gut. Das ist also das, was ich will. Drive-Kugeln statt... Ja. Oh, nicht du schon wieder. Ja, okay, gut. Dass ich den nicht noch tot kriege, war mir irgendwo klar. Dafür ist das fette Ding einfach zu nervig. Komm her. Aber ich sag mal so, jetzt einfach grundsätzlich Drive-Kugeln zu bekommen, mehr lohnt sich auch. Vor allem erhöht sich die Dings endlich mal. So. Aber ich habe ja noch Abilitamin. Das heißt, ich kann Mondform immer noch Mogi finden. Kraftbolzen würde ich auch mal verwenden. Gottes Willen. Ich glaube, einmal reicht. Glaube ich. Oder? Ja, Luftsprung. Geil, jetzt haben wir einen Double Jump. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit wollte. Darauf bin ich seit zig Parts aus. So viele Hits. Dieser Angriff ist einfach Hitvania. Das ist geiler Scheiß. Okay. Level up. Drive-Kugeln. Zack. Thanks for the memories. Geh weg, Kugel. Und. Alles kein Problem mehr. Das ist jetzt alles kein Ding mehr. Shit. Alter, ich werde hier gerade nur noch durch die Gegend geschleudert. Wenn zwei von denen da sind, ist einfach nur... Das ist einfach nur Business. Donald? Magst du mich heilen? Gut, dann mache ich es selber. Meine Fresse. Ich habe jetzt einfach die Erstbeste genommen. Ich fliege hier nur noch durch die Gegend. What the fuck?
einer weniger. Noch einer weniger. Ich habe jetzt einfach die Erstbeste genommen. Ich wollte einfach aus der Situation raus. Okay. Wir haben auch ein paar Hits rausgekriegt. Das ist ja nicht umsonst hier. Wie gesagt, ich bin einfach so, ich liebe einfach so diesen Spielstil so mit den Drive-Formen. Ich weiß nicht wieso, ich bin einfach ein riesen Fan von. Ich kann da auch nichts sagen. Ist nun mal so. I just love it. Ist um so vieles cooler als das normale, was da ist. Wissen's doch bloß. Hast du nicht letztes Mal blau getragen, Digga? Wir können nicht mit Tron kommunizieren, wenn der Raum eingenommen war. Habt ihr mit Sid gesprochen? Ja. Und das Löschprogramm ist so gut wie fertig. Hervorragend. Leon, warum gehst du nicht Sid zur Hand? Ich hab ja alles unter Kontrolle. Mit meinen nicht vorhandenen Waffen und meiner eigentlichen Fähigkeit, dass ich schon lange tot bin. Bist du sicher? Ganz allein. Yes, I am filled with determination. Tut mir leid, du machst es schon. Wie steht es um Tron? Wir können ihn immer noch nicht erreichen. Vielleicht solltet ihr es mal versuchen. Nein, wir gehen in seine Welt und reden direkt mit ihm. Dann hätte ich eine Bitte an euch. Wenn ihr Tron findet, sagt ihm, er soll zum I.O. Tower kommen. Dort werden wir das MCP-Löschprogramm hochladen. Zum I.O. Tower? Wird klar. Danke, gebt auf euch Acht. Eris is filled with determination. Oh, schlafender Löwe. Gut, wir haben das große Angriff hoher Magiekraft. Erhöht die maximale Anzahl der Schläge in der Bodenkombo um 1. Oh, das Ding würde ich am liebsten tragen, einfach weil es cool ist. We'll be there soon, Tron. Ich und mein merkwürdig bewegender Mund. So, mal ganz kurz. Das ist nämlich das Letzte, was wir jetzt in der Folge machen. Ja, Möwenflügel, das Ding ist Schund. Es sieht zwar irgendwo stylisch aus, zumindest der Griff, aber da hört es auch auf. Schlafender Löwe. Do it or not do it. I do it. Einfach, weil das Ding fucking cool aussieht. Ja, es sieht um einiges cooler aus. Da reagiere ich jetzt heute einfach mal nur auf Cool-Faktor. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Bye.